Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Nagelvideo. Und heute soll es um die Essence Hello Foils gehen. Und dafür braucht ihr eben diese Nagelfolien. Ich habe da schon was rausgenommen. Und wir brauchen die Transfer Solution. Wir haben hier die Folie. Die ist auf der einen Seite glänzend und auf der anderen Seite sieht sie so aus. Meine Nägel habe ich lackiert in einer dunklen Farbe. Und zwar ist das hier die Farbe von OPI. Black Cherry Chutney. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier überall hat es leider Bläschen geworfen. Ich kann mir gerade auch nicht genau erklären, warum. Es ist aber so, das soll uns aber jetzt erstmal auch nicht stören. Ich werde mir jetzt erstmal von der Folie drei Teile abschneiden, weil man soll das 3 bis 5 Mal wiederholen. Ich bin schon sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe meine Nägel lackiert. Und man sollte warten, bis der Nagellack komplett getrocknet ist. Ich habe wie immer meinen Überlack von Lacura Beauty von Aldi Süd genommen. Und ja, wir fangen einfach mal an. Man soll jetzt diese Transfer Solution auf den Nagel aufgeben. Ich werde das jetzt einfach nur erstmal auf dem Ringfinger machen. Und dann soll man 80 bis 90 Sekunden warten, bis sie klebrig wird. Das mache ich jetzt auch mal eben. So, wir haben gewartet und jetzt nehmen wir die Folie und man soll das mit der Musterseite nach oben auf den Nagel gently pressing, also ganz leicht drauf drücken. Das mache ich doch jetzt einfach mal. Ah ja, das ist ja einfach wunderbar gelaufen. Alles klar, ich mache den Nagel nochmal neu. Wir warten etwas länger, bis er getrocknet ist und dann probieren wir die ganze Sache nochmal. So, auf ein neues. Ich habe mir nochmal den Nagel lackiert. Ich habe nochmal ihn trocknen lassen, mit Überlack auch. Und wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Dafür nehme ich mir nochmal die Transfer Solution und gebe die auf den Nagel auf und warte wieder 80 bis 90 Sekunden. So, ich bin bei 80 angekommen. In der Zwischenzeit vergehen bestimmt auch noch mal ein paar Sekunden. Wir nehmen uns wieder eine dieser Folien. Ah, oh nein, ich habe total drauf gedatscht. Legen Sie auf den Nagel und drücken Sie mit dem Finger wieder fest. Ich habe das Gefühl, dass sie schon wieder ziemlich fest klebt. Ich hoffe, dass ich nicht wieder den ganzen Nagellack abreiße. Sieht doch schon ganz gut aus. Ich finde es sehr interessant. Ups. Was man jetzt machen kann, ist eben noch mal mehr Folie drauf machen. Dafür muss man wieder die Transferfolie auftragen. Das mache ich jetzt einfach mal, weil wir haben ja irgendwie noch nicht überall Folie. Wie auch schon vorhin, warten wir jetzt wieder 80 bis 90 Sekunden. In der Zwischenzeit zeige ich euch das alles noch mal ein bisschen näher. Ich finde es eigentlich echt ganz interessant. Was haltet ihr davon? So, ich habe gedacht, man kann jetzt bestimmt einfach die gleiche Folie noch mal nehmen, weil die ist ja noch nicht überall verwendet worden. Und ich konzentriere mich jetzt einfach mal hier auf die Seite eher, weil ich eben da auch was von haben möchte. Und ziehe das ab und hoffe, dass die Zeit noch nicht so lange war und lege mir das hier noch auf die Seite. Na komm. Jo, finde es eigentlich ganz cool. Sollen wir noch einen machen? Wir machen noch einen. Was soll der Geiz? Wir machen das jetzt noch auf den Mittelfinger. Wieder die Transfer Solution. Und wir warten wieder. Ich habe jetzt übrigens ungefähr 85 Sekunden gewartet. So, jetzt kümmern wir uns um den mittleren Nagel. Dafür nehme ich mir eine neue Folie. Ich zeige euch nochmal, wie die aussehen.
und lege mir die auf meinen Finger und versuche diesmal wirklich überall zu drücken, dass eben auch auf den Seiten das von der Folie hinkommt. Ich weiß gar nicht, wie lange man da jetzt drücken soll. Ich mache das einfach mal nach Gefühl und ziehe das jetzt wieder weg. Das hat auch schon ganz gut funktioniert. Ich habe hier auf der Seite noch gar nichts, darum mache ich das da nochmal. In der Zwischenzeit gebe ich schon mal auf meinen Ringfinger etwas Überlack drüber, um das schön zu versiegeln. Und nehme dann nochmal die Folie, gebe sie mir hier ganz an den Rand, wenn ich es hinbekomme. So, und drück sie hier wieder fest. Ja, perfekt. Fast. So, den zweiten Nagel haben wir auch. Ich nehme jetzt einfach jetzt direkt Topcoat. Und gebe mir das hier drüber. Und fertig sind unsere beiden Nägel. Ja, ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz interessant. Zwei Nägel sind mir wohl dann doch etwas zu viel. Und wenn es passt eben, ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jeden Tag tragen wollen würde. Es gibt ja noch das Gold und das Silber. Das möchte ich auch mal ausprobieren, glaube ich. Aber soweit haben wir das jetzt erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, obwohl meine Nägel total Bläschen haben. Hier könnt ihr vielleicht den Nagellack mal ganz schön sehen, da sind nämlich kaum bis keine Bläschen. Da nochmal die Nail Foils. Und ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Tschüss!